kannst du nicht... Ich werde der Letzte sein. Und du wirst als Erster sterben. Ja, hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Und willkommen zurück zu Baldur's Gate, meinem jetzt neuen alten Projekt, nämlich dem zweiten Playthrough, den ich mal angekündigt hatte. Nur, dass wir dieses Mal die Enhanced Edition nehmen, damit wir ein paar Vorzüge haben und auch den neuen Content mal aus der Enhanced Edition sehen, den ich nicht kenne. Also wird das ein paar Blindstelle geben, was interessant werden dürfte, wenn ich sie nicht übersehe. Ja, wir haben auch hier Dragonspear und noch irgendein anderes. Also ja, Belagerung von Drachenspear und die schwarzen Gruben. Also das sind zwei neue Content-Sachen für die Enhanced Edition. Tales of the Sword Coast ist natürlich auch mit drin. Und ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht in der Zeit, wo wir jetzt gewartet haben. Und hatte ja eigentlich gesagt, ich möchte einen Baden spielen und dabei bleibe ich auch. Aber ich habe mir ein paar Sachen dazu überlegt, die ich vielleicht dann doch anders machen werde. Aber erstmal gehen wir kurz in die Optionen und schauen uns die Spieleinstellungen an. Kurzinfoverzögerung, Bildlaufgeschwindigkeit ist also in Ordnung. Schwierigkeitsgrad wollen wir nach Originalregeln spielen. Nicht nach Normal. Bei Normal links von Mitte. Die Trefferpunkte werden automatisch maximal ausgewürfelt. Gruppenmitglieder können nicht permanent sterben, was lahm ist. Für Baldur's Gate. Zauber werden immer erfolgreich gelernt, ist genauso lahm. Gegner verursachen ein Viertel weniger Schaden gegen die Gruppe, also nur 75%. Deswegen spielen wir nach D&D-Regeln, was eigentlich der mittlere Schwierigkeitsgrad ist. Die Regeln der zweiten Auflage werden angewandt. Die Trefferpunkte werden zufällig ausgewürfelt. Gruppenmitglieder können permanent sterben. Das Sterben von Zaubern kann fehlschlagen. Gegner verursachen vollen Schaden. Genau, deswegen wollen wir AD&D-Regeln nehmen. Was ich allerdings machen werde, also wir haben hier noch so extra Sachen. Einmal haben wir den Geschichtsmodus. Die Gruppe erhält alle Vorteile des Schwierigkeitsgrades einfach und die Gruppenmitglieder können im Kampf nicht sterben. Das wollen wir ja nicht. Gebietshintergrundkarte, das war schon in meinem Icewind Dale Playthrough, in meinem Let's Play. Ganz nett, dass man sehen kann, wo begehbares Terrain ist, aber ich denke mal, das kann man auch dann in der Map ein- und ausschalten. Chatfenster im Mehrspielermodus interessiert uns nicht. Blut und Wetter sind aktiv, sonst wäre es ja langweilig. Gruppeninfravision brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich habe den Sinn von Infravision eh nie wirklich verstanden. Gut, die Gegner und andere Charaktere sind dann halt, leuchten dann halt rot. Bei Rast komplett heilen. Ja. Ich deaktiviere das jetzt mal. Die Leute, die mir zugucken, die das interessant finden, können mir ja sagen, ob ich es reinnehmen soll, also wieder reinmachen soll, weil es einfach den Spielfluss ein bisschen verlangsamt. Ich finde aber in Baldur's Gate 1, das ist halt ein bisschen so interessant, dann in der Wildnis 8 Stunden zu rasten, sich so gut wie möglich hochzuheilen und dann weiterzumachen, anstatt ständig sich voll zu heilen. Wobei ich das bei Icewind Dale eigentlich auch gemacht habe. Ja, komm, lassen wir es drin. Das ist das Einzige, was ich bei den D&D-Regeln nicht mag, deswegen lasse ich es an, nämlich maximal TP bei Stufenaufstieg. Das heißt, wir kriegen immer beim Stufenaufstieg die vollen Trefferpunkte, also die Erhöhung, und laufen nicht in Gefahr, mal nur ein oder zwei Trefferpunkte zu kriegen.
Zumal sich das auf höherem Level dann ja eh relativiert, wenn man da nur 2-3 Trefferpunkte kriegt. Kein erhöhter Schaden. Aufgrund des Schwierigkeitsgrades, das lassen wir aus, weil wir wollen wirklich die Standardregeln haben. Sonst wäre es zu langweilig, finde ich. Kein Nahkampf, kein Wechsel zur Nahkampfwaffe, wenn ein Munitionsstapel aufgebraucht ist. Aktivieren Sie diese Option, damit Charaktere erst dann auf eine Nahkampfwaffe wechseln, wenn Sie alle Munitionsstapel in Ihrem Köcher aufgebraucht haben. Ja, das möchten wir. Weil sonst hat immerhin 80 Pfeile, die verballert sie und dann geht sie in den Nahkampf. Das ist unpraktisch, wenn sie dann nochmal zweimal 80 Pfeile hat. Ich meine, so fähig sind wir, die Munition zu managen. Gut. Grafik, Sound und so weiter brauchen wir nicht. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ja, ich spiele das Spiel jetzt mal so, dass ich davon ausgehe, dass die Leute mein erstes Let's Play davon gesehen haben. Deswegen werde ich jetzt hier im Vorfeld nicht so viel erklären, außer es hat mit dem neuen Charakter zu tun. Jetzt gerade bei den Optionen und so. Hätte ich vielleicht vorne wegnehmen sollen, aber jetzt ist es so. Wir starten in den Einzelspieler. Das Tutorial. Interessant, es gibt jetzt ein Tutorial in Baldur's Gate 1. Vorher gab es nur eins im zweiten. Okay, Charakter erstellen. Optionen, kommen wir dahin. Charakter erstellen, neues Spiel. Spiel laden ist noch nichts natürlich. Ich habe das Spiel noch gar nicht angefangen. Ich denke aber mal, ein neues Spiel müssen wir machen. So, ja, Charaktererschaffung. Geschlecht. So, dieses Mal spielen wir einen männlichen Charakter. Individuell, nö. Hä? Ja, gut. Also, wer passt denn als Barde? Ihn würde ich als Kämpfer oder Paladin nehmen. Zwerg, nein. Er könnte ein guter Halblingsbarde sein. Aber ich will eigentlich einen Halbelfen spielen. Orkbarde passt nicht. Du siehst auch eher aus wie ein Kämpfer. Du siehst aus wie ein Schurke, Magier. Er wäre eigentlich meine erste Wahl so gewesen. So mit den Ringen und dem Bart und auch dem Musikinstrument passt so gut als Barde. Er sieht eher auch aus wie ein Kleriker, Zwergenkrieger. Das ist Khalid. nein. Minsk nehmen wir natürlich auch nicht. Du siehst auch nicht aus wie einer. Nein, nein. Gucken wir mal weiter hinten, ob es neue Porträts gibt. Der hier ist zum Beispiel neu. Der ist auch neu. Dunkelelf. Nö. Nö. Der hier ist alt. Das ist das andere Minsk-Porträt. Also das Original-Minsk-Porträt, das vorherige. Streichelt der Po. Nö. Nö. Sind ein paar neue, nette Porträts dabei. Er würde eigentlich, sieht eigentlich recht passend aus. Nee, er sieht so. Der hier sieht so weiblich aus, finde ich. Nee. Der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus für einen Halbelf. Und hier sind wir wieder am Anfang. Ich würde mal sagen, wir nehmen ihn hier. So, Rasse wollte ich Halbelf nehmen. Weil wir dann auch Schlösser öffnen und im Schatten verstecken. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe ihn bald in AD&D, also in der zweiten Edition, noch nie in einem Baden gespielt, muss ich zugeben. Deswegen bin ich da ein bisschen im kalten Wasser. Was es mit den Skills des Baden so auf sich hat. Bade. Der Bade zählt zwar zu den Schurken, doch unterscheidet er sich sehr vom Dieb. Seine Stärke liegt in seinem angenehmen und charmanten Wesen. Damit und mit seinem Verstand schenkt er sich durchs Leben. Ein Bade ist ein talentierter Musiker, der jede Menge Klatsch, Lügenmärchen und Überlieferungen auf Lager hat.
Als Hans Dampf in allen Gassen weiß er von allem, was seinen Weg kreuzt, ein wenig, doch ist er nicht sein Meister. Zwar sind viele Bahnen Halunken, doch heißt man ihre Geschichten und jeder fast überall willkommen. Ja. Kann die Fähigkeit Taschendiebstahl einsetzen, aber Schlösser knacken scheint dann nicht zu können. Wir brauchen also einen Schurken. Ich weiß noch nicht, ob ich Imoen da behalten werde oder ob ich jemand anderen nehme. Ich muss auch mal gucken. Die Enhanced Edition hat neue Gruppenmitglieder, ob ich da interessante Charaktere finde. Aber ja, kann keine schwerere Rüstung als ein Kettenhemd tragen. Zaubern ist mit Rüstung nicht möglich. Sobald wir zaubern können, solange können wir ja wirklich eine Lederrüstung tragen. Kann keinen größeren Schild als eine Tatsche tragen. Kann ihn sich in Waffenfähigkeiten nur üben. Kann sich in Kampfstilen nur üben. Das ist auch so eine Sache. In der Enhanced Edition spielen wir nach den Regeln aus Baldur's Gate 2. Die alten Regeln aus dem 1er gibt es nicht mehr. Das werden wir nachher sehen. Ab der zweiten Stufe können wir Magierzauber wirken. Hat einen hohen Wert auf Sagenkunde. Also wir können Sachen sehr leicht identifizieren. Können Taschendiebstahl. Und können Bardenlied. Solange der Bade singt, hat sein Lied folgenden Effekt auf die Gruppe. Moral wird auf den Durchschnittswert zurückgesetzt. Furcht bannen und Immunität gegen Furcht. Mhm. Kann nur neutraler Gesinnung sein. Und hat einen Trefferwürfel von W6. Okay, Bade soll es sein. So, Bade haben wir Unterklassen. Also das ist auch neu in der Enhanced Edition, im Gegensatz zum normalen Baldur's Gate. Haben wir nämlich Unterklassen, genauso wie im zweiten Teil. Also. Waffenkünstler ist ein geschulter Abenteurer. Was hat der? Kann sich mit im Kampfstil mit zwei Waffen bis zur Meisterschaft spezialisieren. 3 Punkte. Kann die Fähigkeit Angriffswirbel und Verteidigungswirbel einsetzen. Mhm. Nachteil. Erhält nur die Hälfte des normalen Fähigkeitswerts auf Sagenkunde. Erhält nur die Hälfte des normalen Fähigkeitswerts auf Taschendiebstahl. Ah, nicht so wirklich. Gaukler. Dieser Part ist darin bewandert, dumme Späße zu machen und andere zu veralbern. Hat keine Nachteile. Das Bahnlied gibt den Verbündeten keinen Boni, sondern beeinträchtigt die Feinde. Alle Gegner in 9 Meter Radius und die Gaukler müssen einmal pro Runde einen Rettungswurf bestehen. Wer scheitert, erleidet folgende Auswirkungen. Gegner wird verwirrt auf 1 bis 14. Auf 15 bis 19 Gegner wird verwirrt und verlangsamt. Auf 20 plus Gegner wird verwirrt und bewusstlos. Mhm. Und Skalde. Skalde, der nordische Bade, ist neben seinen Fähigkeiten als Bade auch ein Krieger, der über große Stärke, starke Fähigkeit im Kampf und ein starkes Ehrgefühl verfügt. Ha, das macht's interessant. Erhält einen Bonus ++1 auf Treffer und Schadenswürfe. Das Badenlied des Skalden hat andere Auswirkungen als das normale Badenlied. Sie sind abhängig von der Stufe des Skalden. +2 auf Treffer und Schadenswürfe. Und ein Bonus von -2 auf die Rüstungsklasse. Verbündete halten 4 bis und Minus auf die Rüstungsklasse und sind immun gegen Furcht. Das ist richtig nice, der Skalde. Das würde sogar meine Rassenwahl etwas ändern. Weil ein Skalde ist ein nordischer Sänger. Ah. Gucken wir mal. Gehen wir rückwärts. Nein. Er trägt halt eine Spitzhacke oder einen Köcher, aber er hat spitze Ohren. Er trägt eine Krone. Hm. Weil für einen Skalden würde ich dann wirklich einen Zwerg spielen. Haben wir den gut aussehenden Zwerg? Also ihn natürlich. Oder wäre er hier noch? Aber nee, für einen Zwerg. Ihn hier oder den mit der Krone? Der mit der Krone sah eigentlich gar nicht so. Ja, der sieht recht nice aus. Zwerg. Er hätte einen Bonus von -2 auf Rettungswürfe gegen Lähmung, Gift,
tot. Zauberstäbe und Zauber. Ja, ein zusätzlicher Bonus auf Rettungswürfel basiert auf Konstitution. Besitzen Infravision. Erhalten einen Bonus auf Schlösser öffnen, Fallen finden, Illusionen entdecken und Fallen stellen. Das hier ist jedoch ein bisschen minus 2 auf Charisma. Müssen wir mal kurz gucken, wie sich das... Und da können keine Barden sein. Ah. Das macht es wiederum doof. Also. Gruppe erstellen. Das ist auch neu. Aber nee, ich will keine Pre-Made-Gruppe. Das ist in Baldur's Gate immer so langweilig. Also. Männlich. Dann muss es doch ein Mensch sein. Er sieht aber nicht wie ein Skalder aus. Er braucht ein bisschen Bart, ganz ehrlich. Er sieht auch nicht wie ein Skalder aus. Er sieht zu sehr wie ein Zwerg aus. Das wäre ein Skalde, ganz ehrlich. Wikingerhelm, Wikingerbart. Er könnte aber auch einen guten Skalden abgeben. Dann nehmen wir ihn. Rasse wäre jedoch halt nur der Mensch. Weil ganz ehrlich, was? Halbelf mit Bart. Gut, ich könnte auch einen Halbling nehmen. Ein Gnom macht als Barde am wenigsten hin und ein Orkbarde. Nee. Dann bleiben wir beim Mensch. Klasse, hätte ich gerne Barde, Skalde. Weil das macht viel Sinn, passt auch zu ihm. Gesinnung. Ja, als Barde können wir nicht mehr wirklich böse sein. Also wir können neutral böse sein, aber nee. Bleiben wir bei absolut neutral. Also ich wollte ihn eigentlich rechtschaffen böse machen. Also einer, der zwar hilft, aber immer den eigenen Vorteil im Auge hat. Wobei das bei Neutralböse eigentlich auch... Ja, sie zunächst sich selbst mit ihrem eigenen Weiterkommen beschäftigt. Mit anderen zusammenarbeiten und ihren Weg allein zu gehen, ist ihnen gleichermaßen recht. Ihr einziges Interesse liegt in ihrem eigenen Erfolg. Wenn ein Gewinn auf schnelle und einfache Art erzielt werden kann, ob legal, zweifelhaft oder offensichtlich illegal, werden sie diese nutzen. Obwohl neutralböse Charakter nicht die Einstellung jeder für sich der chaotischen Charakter teilen, haben sie keine Skrupel, ihre Freunde und Gefährten aus Eigennutz zu betrügen. Ihre Ergebenheit gilt der Macht und dem Geld, was sie sehr empfänglich für Bestechung macht. Ein skrupelloser Söhner, ein gemeiner Dieb oder ein Informant, der doppeltes Spiel betreibt und andere denunziert, um sich selbst zu schützen und zu bevorteilen, sind typische Beispiele für böse Charaktere, neutral böse Charaktere. Absolut neutral. Absolut neutrale Charaktere glauben an ein das übergeordnete Gleichgewicht der Kräfte und weigern sich, Taten als entweder gut oder böse einzustufen. Da die meisten Leute auf der Welt Urteile fällen, sind absolut neutrale Charaktere sehr selten. Sie vermeiden mit allen Mitteln, sich auf die Seite des Guten oder des Bösen, des Gesetzes oder des Chaos zu schlagen. Es ist ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass all diese Kräfte ausgewogen bleiben. Nee, passt nicht zu meinem Charakter. Rechtschaffen neutral. Ordnung und Organisation sind vor höchster Wichtigkeit für rechtschaffen neutrale Charaktere. Sie glauben an eine stark geordnete Regierung, unabhängig davon, ob es eine Tyrannei oder eine wohlwollende Demokratie ist. Die Vorteile von Organisation und Regelung stehen über allen moralischen Zweifeln. Ein Inquisitor, der entschlossen ist, Verräter um jeden Preis aufzustöbern, oder ein Soldat, der niemals seinen Befehl in Frage stellt, sind gute Beispiele. Mhm. Passt auch nicht ganz. Chaotisch neutraler Charakter. Glauben, dass nichts einer Ordnung unterliegt, auch nicht ihre eigenen Taten. Mit diesem Grundsatz neigen sie dazu, jeder Laune nachzugehen, die sie im jeweiligen Moment befällt. Gut und Böse spielt bei ihren Entscheidungen keine Rolle. Der Umgang mit chaotisch neutralen Charakteren ist sehr schwierig. Von solchen Charakteren weiß man, dass sie vergnügt und zu keinem ersichtlichen Zweck alles, was sie haben, auf eine Karte setzen und verspielen. Sie sind fast völlig unzuverlässig. Das einzig Berechenbare an ihnen ist ihre Unberechenbarkeit. Diese Gesinnung ist vermutlich am schwierigsten zu spielen. Irre und Verrückte tendieren zu chaotisch neutralen Verhalten.